Es ist wieder Unboxing-Zeit hier bei Bumo TV. Herzlich willkommen, liebe Masters-Fans, zu einer neuen Ausgabe von Giganten Phantom. Was gibt es wieder Neues im Merchandise-Universum unserer Helden von Eternia? Ja, hier, Pickett. Ja, Pickett gibt es jetzt auch als Masterverse-Figur. In den Staaten ist er auch da erschienen. Und ich habe diese Figur auch aus den Staaten bekommen. Und zwar von Amazon.com. Und ich muss sagen, jetzt schon, das habe ich auch schon an den Produktfotos gesehen, und das sehe ich jetzt auch wieder mal, wenn ich ihn hier so in Händen halte, diese Version von Pickett ist auf alle Fälle besser als die Version der Origins. Ja, da könnt ihr auch gerne mal unten in die Kommentare reinposten, welche Figur ihr besser findet, die Origins-Version oder diese Masterverse-Figur. Aber bevor wir das wirklich letztendlich bewerten können, müssen wir ihn ja auspacken. Das werde ich jetzt auch tun. Aber bevor ich ihn jetzt auspacke, schauen wir uns erstmal Pickett in der Verpackung samt Verpackung einmal an. Ja, da steht noch der alte Schweinskopf noch in der Verpackung. Auch hier, Pickett stammt aus der Masterverse-Reihe. Aus der Unterreihe Sunman, Rulers of the Sun, aus dem Hause Mattel. Wie auch jede Masterverse-Figur hat auch Pickett hier 30 Gelenkpunkte. Ja, Pickett guckt uns hier schon aus der Verpackung so richtig kampfansagend an. Ja, hier die Verpackung von der Seite, der Name Pickett, und da es eine amerikanische Verpackung ist, steht natürlich auch noch ein Untertitel drauf. Wicked Enemy of Sunman. Ja, auf der gegenüberliegenden Seite findet man ein Artwork, das sieht man schon, mit Pickett ist nicht gut Kirschenessen. Man sieht auch da sofort, er ist ein Gegner von Sunman. Der bisherige einzige Gegner von Sunman. Und hier die Rückseite der Verpackung. Ja, und hier ist natürlich Pickett gerade im Kampfmodus. Er zerstört gerade alles, was ihm in den Weg kommt. Und hier unten weitere Figuren, die erschienen sind und noch erscheinen werden. Wie hier die Sorceress, Man-E-Faces, Shadow Weaver und natürlich der heutige reviewte Charakter Pickett. Wie ich gerade schon sagte, Pickett, ja, als Origins-Version ist nicht schlecht, ja, mag ich sehr gerne. Ich mag den Charakter Pickett eigentlich sehr, sehr, sehr gerne, ja, weil er halt so cool aussieht. Erinnert mich, das habe ich damals auch in der Review gesagt zum Origins-Pickett, erinnert mich ein bisschen so an die Muppet-Show, ja. Da gab es ja auch diese Schweine im Weltall. Da erinnert er mich ein wenig dran. Aber er ist schon eine geile Sau, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber die Masterverse-Figur, die ist natürlich, was du siehst, um Längen besser, detailreicher. Aber ob das wirklich so ist, packe ich ja jetzt natürlich aus. Hier, guck mal hier, wie er mit seinem Morgenstern hier schon so ist, so bedrohlich. Oh, da hat schon Sunman schon Pipi in der Hose, wenn er vor Pickett steht. Naja, ich lege ihn mal hier hin. Wir gucken uns jetzt mal Pickett an. Wir wollen ihn auspacken und er ist wirklich eine geile Sau. Auch die Artworks wie immer mal auf den Punkt gebracht. Hier hinten, habe ich euch gerade gesagt, gibt es ja weitere Figuren, die angekündigt sind. In Amerika sind sie erschienen, wie die Sorceress, Man-E-Faces und Shadow Weaver. Und diese sind hier, das habe ich gesehen, für Mitte März bei Smith Toys sind sie angekündigt. Man muss ab und zu mal auf die Seite gucken. Die können natürlich auch vorher veröffentlicht werden. Und auch diverse Online-Stores haben diese als Pre-Order. So, wollen wir mal jetzt auspacken. Ich habe wieder die gefährliche Schere mit dabei. Die Schere der Gesellschaft von Eternia. Ausgepackt, ja, da guckt unser Schwein wieder mal kampflustig entgegen. So, so, mal raus damit. Ja, er hat sogar eine Schlange mit dabei. Krass, ne? Wie geil ist das denn? Guck mal hier, eine Schlange aus Vollgummi. Sowas hatten wir damals als Kinder. Kennt ihr das noch? Da hatten wir als Kinder zum Beispiel Schlangen aus diesem Gummimaterial. Cool. Pickett mit einer Schlange. Das gab es bei den Origins nicht. Dann hat er natürlich zwei auswechselbare Hände. Das sind nämlich geschlossene Fäuste, sehe ich gerade. Ne? Eine geschlossene Faust und eine geöffnete Faust. Da kommt unser Star von Bumo TV. Der Ludwig ist jetzt wieder angetapst. Ludwig ist gerade wach geworden. Ne?
Der Hund verpennt ja auch wirklich das größte Teil seines Lebens. Ludwig, komm her, wir wollen ja noch gucken hier, mal auspacken. Sei mal da mit dabei, ne? Unser neuer Mitbewohner führt sich gerade ein. Ach so, den muss man ja öffnen. Dann hat er auch noch, wie gesagt, diesen Morgenstern mit dabei. Und im Gegensatz, ja, zu dem Morgenstern vom Origins Pikett ist diese aus, hier, aus einem Gummi. Das macht es natürlich ein bisschen flexibler als beim Origins. Ja, und damit gibt es auf die Omme. Dann hat er natürlich mit dabei, das hat er sofort angelegt gehabt, sein Schutzschild, ja, der Schild. Und natürlich die Person an sich selber, natürlich Pickett. Er ist aber auch wieder da, wieder blöd fixiert. Aber das bringt Pickett nichts, weil er wird ausgepackt. So sieht das Leben aus. Da kann er leider jetzt nicht sagen, er hat Schwein gehabt. Oder hat er doch Schwein gehabt, dass ich ihn doch befreie? Ich glaube doch, er ist froh und hat, dass ich ihn jetzt hier rausnehme. Und ihn nachher wieder verpacken werde. Das ist das Gute immer an den Masterverse-Verpackungen. Man kann die Figuren, nachdem man sie ausgepackt hat, kann man sie wieder einpacken. So. Das sollten sie auch mit den Origins machen. Und das hat ja Mattel gezeigt, bei den meisten Exclusive-Figuren kann man die Figur wieder zurückpacken. Das würde uns auch viel Geld sparen. Oh, guck mal, ist hier schon ab. Oh, ach so, hier, sein Dings ist schon abgegangen. Warum ist das denn so locker drauf? Moment, Moment, Moment. Die waren schon so locker dran, seine stachligen Oberarmschoner von seiner Rüstung. Moment, Moment, Moment. Ich richte das mal. Ich werde das schon richten, bevor ich über ihn richte. So. So, ja. Jetzt gucken wir mal. Wie gesagt, die auswechselbaren Fäuste lasse ich wieder drin, ja. Es sei denn, ich brauche sie gleich, um hier zum Beispiel das Zubehör zu demonstrieren. Dafür muss ich erstmal. Guck mal, der steht sofort. Guck mal. Der Stand ist sofort da. Ja. Da hat er schon mal ein gutes Standing bei mir. Ja. Und er sieht, ja, wie man so aus der Verpackung her urteilen konnte, richtig gut aus. Richtig, richtig gut. Sehr schön bemalt, die Farben. Was hier beim Origins-Pikett natürlich war, das war zu grell. Das war für mich auch nicht so finster. Da hat man ich persönlich jetzt nicht so einen Respekt vor gehabt. Ja, da hätte ich mir jetzt auch nicht unbedingt gedacht, dass das eine böse Charaktere ist. Aber hier, die Farben sind etwas dunkler gehalten. Aber trotzdem hat man hier schon, man sieht hier schon sofort schon, das ist ein Böser. Ja. Den möchte man nur auf dem Brötchen haben. Ein Schweinebratenbrötchen. Wie gesagt, er hat 30 Gelenkpunkte. Natürlich haben alle Masterverse-Figuren dieses. Man kann natürlich auch den Kopf abmachen. Natürlich kann man ihn, ne, kopflos machen. Ne? Kann man auch direkt machen. Man kann auch seine Rüstung abnehmen. Moment. Die es sehr schwer abgeht, sehe ich gerade. Aber da kleckere ich mal. Die kann man abnehmen, wirklich. Man kann die Rüstung abnehmen. Nur ist es jetzt gerade sehr, sehr schwer. Ich lasse das dran. Da habe ich heute keine Nerven für. Aber die kann man abnehmen. Ja, wer Bock hat, den Pickett. Ohne seine Rüstung zu sehen zu wollen, oder es ist ja keine richtige Rüstung, das ist ja mehr so ein Gurt, ein Harnisch, ja, kann das machen, genauso wie die Oberarmschoner, die kann man auch abnehmen. Ja, das sei euch nur mal gesagt. Er hat natürlich auch super Gelenke. Ja, man kann sich auch man kennt das ja, man kann es einknicken. Er kann auch einknicken, ja. Zwar nicht mit seiner Meinung, aber mit den Gelenken. Und natürlich die Hände kann man natürlich abnehmen. Und hier natürlich auch, vermute ich mal, das geht leider nicht. Hier die Armreifen, ja, die stachligen Armreifen, die kann man nicht abnehmen. Beziehungsweise geht meiner jetzt hier gerade nicht, weil bei He-Man ginge das. Das weiß ich noch. He-Man konnte man abnehmen. Wie der Hörer vom Telefon. So. Nee, das geht hier nicht. Falls es doch abgehen sollte bei euch, postet einfach mal. Aber hier ist das wirklich fest verankert. Da haben sie es ein bisschen
anders gemacht, was ich auch gut finde, weil ich habe es auch nicht verstanden, warum man die Armreifen abmachen konnten. Naja, auch die Bemalung hier super toll geworden. Nur hier, wie gesagt, auch hier oben, wie gesagt, die Oberarmschutze sind zu locker. Das ist auch ein Minuspunkt. Zu locker. Bisschen doof gemacht. Da muss sie wirklich fest hochzurren und dann halten sie. Aber trotzdem, ich finde die ein bisschen zu locker. Aber jetzt halten sie doch. Naja, ich revidiere ein bisschen meine Meinung. Weil wenn man sie richtig hochzerrt, dann halten sie. Und wie gesagt, Paint Shop, ganz guter Paint Shop, sehr gut gemacht. Ich habe jetzt keine Farbfehler bei mir, bei meiner Figur entdeckt. Der Körper, den kann man natürlich auch nach vorne ein bisschen beugen und nach hinten. Das können ja alle Masterverse-Figuren, also von den weiblichen und männlichen, dieser gleiche Body, das hat jede Masterverse-Figur von den männlichen Charakteren. Also hat sich auch nichts geändert. Da hat Mattel wieder günstig produziert. Auch hier cool. Also ich finde das schon richtig cool. Auch wie schön alles detailreich ist, ne? Das ist wirklich eine Figur, wo man hingucken kann. Ich war ja schon vom Origins-Pickett begeistert. Und dieser schlägt es natürlich um Längen. Wir wollen mal sein Eisenherz hier reinhängen. Eisenherz, habe ich gesagt. Wie komme ich auf darauf? Ich weiß es auch nicht. Gucken wir mal kurz rein. Da muss man wieder ein bisschen fummeln und dann hat er es natürlich. Guckt hier. Da gibt es auf die Omme. Das finde ich eine sehr gute Lösung. Weil das ist ja natürlich im Gegensatz, ist jetzt vielleicht auch nicht schlecht, aber natürlich härter, ne? Oh, das tut aber auch richtig. Oh, das tut aber richtig weh. Aua. Arschloch. So. Sorry. Für meine kleine emotionale Entgleisung. Das ist gut. Das ist gut. Gefällt mir. Sehr, sehr gut. Hat wirklich, das ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Elastisch. Cool. Dann natürlich sein Schild. Das ist natürlich auch wieder detailreicher als das Original vom Origins. Schön, schön, schön. Hängen, tun wir natürlich hier drauf. Damit er natürlich auch hier alles abwehren kann, ne, die Angriffe. Was natürlich, ich muss mal gucken, ist die Schlange. Da ist ja auch, wie gesagt, eine Schlange mit dabei, ne? Oh, die Schlange. Wir wollen mal gucken. Ja, die kann man einfach so dabei fügen. Oder kann man sie in die Hand geben? Vielleicht könnte man sie auch in die Hand geben. Das wäre natürlich noch bedrohlicher. Moment. Das ist so ein Zubehör ist nicht notwendig, auf alle Fälle nicht. Aber wenn man das hat, ist das schon witzig, mit denen zu spielen, mit so einer Schlange. Moment, kann man vielleicht in die Hand geben, ne? Er hat jetzt in der Hand eine Schlange. Ja, guck hier, sowas. Ja, gut. Oder er wirft diese Schlange Sandman entgegen. Hier, nimm Sandman. Ja. Cool. Wie gesagt, nicht notwendig, aber toll zu sehen. Ja, und die Farben finde ich gut hier. Das ist eine Figur, die ist wirklich cool. Also auch wenn man nicht unbedingt Fan ist von Sunman and the Rulers of the Sun, ist man aber trotzdem froh, diesen Charakter zu haben. Und wenn ich immer in den Facebook-Foren lese, dass viele Gegner von Sunman konform sind mit Pickett, das spricht ja schon für die Figur und den Charakter. Leider gibt es wirklich zurzeit nur diesen Gegenspieler von dem sonnigen Herren, ja. Duplico ist, wie ich das mal fälschlicherweise vermutet habe, bei mir in der letzten Giganten, das Fan-Magazin-Ausgabe, ist natürlich ein Heroic Warrior. Natürlich auf der Seite von Sunman. Also, Pickett steht bis jetzt alleine da. Eine unfaire Sache. Aber ich hoffe mal, das wird sich bald auch ändern. Aber beziehungsweise, viele Fans möchten ja nicht, dass es noch mehr Charaktere gibt von den Sunmans bei den Masters of the Universe Origins. Ja, man soll lieber erstmal andere Charaktere veröffentlichen, die wirklich wichtig sind. Und dann könnte man relativ irgendwann mal diese Reihe veröffentlichen.
Ich bin nicht unbedingt ein Befürworter, aber auch nicht ein Gegner. Jeder muss wissen, was er sammelt. Man kann ja auch Cherry-Picking machen. Man kann ja in jeder Wave der Origins oder auch jetzt bei der Masterverse-Reihe die Sunman-Leute ja auslassen und anderen ihren Spaß lassen, die die Figuren wirklich vergöttern. So. Ludwig ist mittlerweile mein kleine Breaking News. Ludwig, falls ihr jetzt vermisst, wo ist Ludwig? Er liegt gerade hier ganz platt auf meinem Bein und schlummert. Ne? Das war jetzt für dich sehr langweilig, die Figur, oder? Guck mal, jetzt guckst du. Ju, guckst du, guck mal, da ist der Ludwig, der sieht ja. Ludwig, Ludwig. Ludwig, bist du Sunman-Fan? Möchtest du Sunman-Figuren haben? Möchtest du das? Ja, guck so. Ja. So. Er spielt immer nach meinen Reviews mit den Figuren. Und dann muss ich die Figuren suchen. Ne, Ludwig? Nein, natürlich nicht. Er spielt nicht damit. Das wäre ja verheerend. Ich werde gleich die Figur wieder einpacken. Ja, tolle Figur. Toll. Wie gesagt, ein bisschen Oberarmschoner hätte man ein bisschen anders machen sollen, damit die nicht immer runterrutschen. Ups, oh, jetzt habe ich ihn fast erschlagen, den Hund, ne? So, und hier, man kann ihn auch 360 Grad drehen. Das will ich auch nochmal sagen. Das sage ich auch in fast jeder Review von den Masterverse-Figuren. Ja, ist toll. Mega, mega cool. Ja, ihr könnt wie gesagt unten mal reinposten. Jetzt nach meiner Review, wen findet ihr besser? Den Origins Pickett oder doch eher die Masterverse-Figur? Wie findet ihr die Figur an sich? Wie findet ihr die Sunman-Reihe? Alles unten reinposten, aber bitte alles auf einem Niveau, wo man sich nicht gegenseitig angreift, weil jeder hat so seine eigene Meinung, die auch legitim ist. Das waren meine warnenden und mahnenden Worte zum Schluss. Ja, dann sehen wir uns wieder bei einer nächsten Review oder ein normales Video von mir hier auf meinem Kanal. Ich gucke mal, was da sich so machen lässt. Und bis dahin wünsche ich euch auf alle Fälle eine schöne Zeit. Bleibt weiterhin gesund und ihr sollt auf alle Fälle weiterhin sammelwütig bleiben. Jetzt geht er, guck mal, jetzt der Ludwig weiß, jetzt, das Video ist beendet, der steht da auf und geht. Ja? Ne, Ludwig? Da sagt mal Tschüss. Ach, guck mal, wer guckt. Er wollte euch aber Tschüss sagen. Tschüss. Ja. Macht's gut.